wieder bei dem Frankentag. Das ist ein schöner Tagesordnungspunkt. Und bevor ich in meine Moderation einsteige, keine Angst, ist auch nicht so lang, vielleicht anderthalb, zwei Stunden noch, möchte ich jemanden bitten, der mit dafür verantwortlich ist, dass wir hier sind, dass wir als Freie Wähler aktiv sind und dass es uns gibt und auch immer noch gibt. Das ist unser Ehrenvorsitzender Manfred Steiner, den ich ganz, ganz herzlich begrüße. Ich freue mich, dass du da bist, lieber Manfred, und ich möchte dich bitten, vielleicht einige Worte an die Versammlung zu richten. Meine Damen, meine Herren, liebe Freundinnen und Freunde, kann man hier in dem Fall ja mal sagen. Ich hatte heute Abend noch einen Termin in Föhl, 50 Jahre Gemeinde Föhl. Aber ich habe das so gemacht, dass ich hier sein kann und ich bin froh darüber. Und ich will auch sagen, ich bin stolz, dass aus unserer Wählergemeinschaft, die vielleicht mal ihren Ursprung in Föhl hatte oder Ederbrinkhausen hatte, ich weiß nicht ganz genau, und dann in Korber und in Volkmann überall, dass es so eine Entwicklung genommen hat hier. Muss ich ehrlich sagen, bin ich stolz drauf. Und wenn Sie weiter so machen, auch mit dieser harmonischen Sitzung wie heute Abend, es muss nicht alles einstimmig sein, aber zumindest es muss eine gewisse, ja, eine Harmonie vorhanden sein. Und das war hier auf jeden Fall so gewesen. Ich wollte auch ganz gerne den allen, die gewählt worden sind, gratulieren von mir auch persönlich. Die meisten, ja, ich muss sagen, ich kenne sie alle hier. Die meisten kenne ich hier und auch, ob das auch Horst Bremmer ist, den habe ich auch damals wissen. Und wir haben auch hier Heinfried Horsel, den habe ich damals in Waldecker, in Frankenberg. Und die meisten wissen ja, dass ich auch Waldecker bin, aus Massenhausen komme. Massenhausen ist an und sich ein gutes Pflaster. Das sieht man daran, dass der Landrat ja auch jetzt in Massenhausen wohnt. Ich bin kein Gebürtiger, ich bin, naja, ich sage mal Gebürtiger, obwohl ich auch nicht da geboren bin. Das ist mir anders geboren. Aber es ist so, Massenhausen ein gutes Pflaster und ich hoffe auch, dass das überträgt auf die anderen Städte und Gemeinden hier. Und ich muss ehrlich sagen, ich bin wirklich stolz darauf, dass auch unsere Wählergemeinschaft das geworden ist, was man heute Abend sehen konnte. Und ich hoffe und wünsche, dass alle Gewählten und alle diejenigen, die bei uns mitmachen, egal ob Bürgermeister noch, ist auch echt einfach Mitglied, doch. Hatten wir ja Bürgermeisterin, da wollen wir noch dran arbeiten. Ja. Aber ich hoffe, dass sie alle so weitermachen wie bisher. Und nochmal herzlichen Dank. Ich bin froh und dankbar und stolz darauf, dass ich heute Abend hier sein kann. Und ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Ich muss leider jetzt bald nach Hause. Meine Frau hat leider einen Schlaganfall und dann muss ich ins Bett helfen und so weiter. Bitte um Verständnis dafür. Aber nochmal schönen Dank. Ich danke, dass Sie alle gekommen sind und dass ich auch hier sein konnte. Macht mich sehr stolz. Lieber Manfred, vielen, vielen Dank dafür. Ja, liebe Freunde, 50 Jahre Freie Wählergemeinschaft. Ja, das war eine lange Zeit der Name einer wertgeschätzten politischen Vereines. Vor einigen Jahren hat sich der Eigenname geändert. Heute heißen wir Freie Wähler Waldeck-Frankenberg e.V., angelehnt an den Bundes- und Landesfreien Wählern, aber an den ursprünglichen Zielen und an der Gemeinschaft selbst hat sich in den 50 Jahren wenig geändert. 50 Jahre, das ist auch ein Grund, warum wir heute in dieser schönen Halle hier zusammengekommen sind. 50 Jahre, das ist ein halbes Jahrhundert. 1974 wurde Helmut Schmidt Bundeskanzler. SPD aber war nicht guter Mann. 1974 hatten wir eine Ölkrise. Wir hatten die Watergate-Affäre, also Krisen und schlimme Dinge gab es schon immer.
1974 fand die Gründung der Freien Wähler im Kreis Waldeck-Frankenberg statt. Wer hätte das damals gedacht? Wer hätte damals gedacht, dass wir in 50 Jahren hier sitzen, stärkere Gruppe als je zuvor, als politischer Verein immer noch aktiv. Mit 10 Kreistagsabgeordneten und 2 Kreisausschussmitgliedern. Ich glaube, diejenigen, die sich damals gefunden haben und sich vielleicht genau dies gewünscht haben, wären heute stolz auf uns alle. Jawohl. Sie wären stolz auf die seit einem halben Jahrhundert politisch engagierten Menschen, deren Hauptziel nicht das Ansehen und die Reputation des Einzelnen ist, sondern das Wohl und das Beste der Region. Deren Ziel das Wohl auch bleiben wird, dass wir in einer Region leben, die lebens- und arbeitswert bleibt. Zur Geschichte haben wir eben schon ein bisschen was gehört, aber ich glaube, wir haben jetzt einen Redner, der uns das eine oder andere noch dazu sagen wird und kann. Mit sehr viel Freude wünsche ich mir oder begrüße jetzt hier am Rednerpult nochmal den Uwe Stäuber. Ja, vielen Dank, lieber Kai. Vielen Dank vor allen Dingen Ihnen, Herr Steiner. Das war spitze, würde man sagen, bei Hänschen Rosenthal. Dankeschön dafür. Erstaunlich, was aus Ihnen geworden ist hier. Ja! Ich will den Protokoll vermerken. Er hat mich ab und zu mal unterschätzt, aber das hat er dann auch schnell erkannt. Nein, das war immer gut. Nein, das war gut. 50 Jahre Freie Wähler Waldeck-Frankenberg, 5 Kreisvorsitzende und eine fast 100%ige Steigerung der Kommunalwahlergebnisse bei den Prozentzahlen. Der Roman Freie Wähler Waldeck-Frankenberg ist eine Erfolgsstory, wenn wir auch dann und wann nicht uns immer durchsetzen konnten. Alles begann im tiefen Winter 1974, 12.01. in unserem zweiten Wohnzimmer, lieber Dieter Büchsenschütz, in Herzhausen bei Kohlbergs. Denn eigentlich waren die Freien Wähler immer bei Kohlbergs. Mitten im Landkreis, gut betreut, wurde dort die Freien Wähler gegründet. Gründungsvater damals, unser Mao. Hans Marowski, ja, ja. Auch Sportkreisvorsitzender. Das soll eine gute Kombination sein, Freie Wähler und Sportkreisvorsitzender. Siehe auch mein Vorgänger im Amt, Dieter Feurig, hat die Freien Wähler damals aus der Taufe gehoben und hat sie 12 Jahre geführt bis 1986. Dann übernahm in einer turbulenten Zeit Manfred Steiner das Amt und hat die Freien Wähler maßgeblich geprägt. Damals 44 Jahre alt, hat Manfred Steiner 18 Jahre lang den Vorsitzenden geführt und war viele, viele Jahre Vizelandrat und hat den Kreis, aber auch uns maßgeblich geprägt. Und in seiner eben eigenen Art geführt. Rudi Backhaus sagt immer, wenn der Herr Steiner kam, der sagt immer ran. Ihr müsst immer nach vorne gehen, immer ran. Das war sein Markenzeichen und sein Wahlspruch. Und er war dabei oder war dafür nicht nur bei den Landräten Dr. Horst Bökemeyer und Helmut Eichenlaub gefürchtet. Denn ohne die Paroli von Manfred Steiner hätten Otto Wilke und der Landrat aus dem Burgenland so manches verbrochen. Danke dafür, Herr Steiner. Ja. In 2004 folgte dann Peter Niederstraßer, der 8 Jahre lang
Kreisvorsitzender war und in 2012 den Staffelstab an mich übergeben hat. Und ich konnte dann nach 10 Jahren Kreisvorsitz vor 2 Jahren an Horst Werner Bremmer übergeben. Und jetzt freut es mich besonders, dass Kai Schumacher, mein Nachfolger als Fraktionsvorsitzender im Traumacher Stadtparlament, jetzt die Spitze übernommen hat. Herzlichen Glückwunsch, Kai, nochmal. Danke. Auch von mir. Ja, Anzahl der Kreistagsabgeordneten. Ich habe extra Peter Dreier nochmal gefragt, ob das denn wirklich so stimmt. Ja, wir waren mal ein bisschen ein überschaubarer Club, so ein Rommi-Club. 4 Abgeordnete 1974 bis 76 in der ersten Wahlperiode des noch jungen Landkreises Waldeck-Frankenberg. Und jetzt sind wir 10 Abgeordnete mit 2 Kreisbeigeordneten. Und manche nennen sich bei dieser Stimmenzahl immer noch Volkspartei. Mit 13,8% sind wir auf dem Marsch. Und ich denke, der neu gewählte Vorstand garantiert, wir schaffen die Prognose der SPD jetzt im Bund, liebe Barbara Eckes, und wir holen die 19% auf jeden Fall bei der nächsten Wahl. Die 13,8% sind übrigens 586.316 Stimmen. Der Landrat wollte vorhin ausrechnen, was das bedeutet, und dann durch 71, mal gucken, ob er es gemacht hat, wenn er gleich sein Grußwort spricht. Das ist die meiste Zahl, 13,8% in Hessen. Ich habe mir extra eine Aufstellung besorgt, Freie Wähler in Hessen. Gibt es zwar noch eine ÜWG, aber als Freie Wähler sind wir absolut spitze. Leider sind wir seit 2011 nicht mehr in der Verantwortung bei der Kreisregierung. Dort haben wir 22 Jahre den stellvertretenden Landrat gestellt. Alles begann 1989 mit Manfred Steiner und dann folgte Peter Niederstraßer, bis er dann abgewählt wurde. Und das muss man sich mal wieder immer in Erinnerung holen, von einer rot-rot-grünen Koalition im Kreistag. Sie können sich daran erinnern, wie schwer es jetzt Deutschendorf hatte, Vize-Landrat zu werden. Aber es sollte so sein. Heute hätte natürlich Rot-Rot-Grün bei Weitem keine Mehrheit dafür. Und das schaffen wir auch, dass das so bleibt. Wir sind zwar nicht mehr in der kommunalpolitischen Verantwortung, aber wir haben hier Udo Hoffmann bei uns in den eigenen Reihen. Und der Udo ist immer für Überraschungen gut. Er spielte dann mal so ganz hinten den neuen Landrat nach vorne. Und wir haben, und ich denke, lieber Jürgen, da gehst du mit, ganz maßgeblich deinen Wahlkampf mit unterstützt, gemeinsam mit Grünen und FDP. Und Udo hat immer gesagt, wir schaffen das. Wir kriegen das hin, einen amtierenden Landrat aus dem Sitz zu kegeln. Und die Freien Wähler waren stark, alle haben mitgearbeitet, vielen Dank. Und es ist uns gelungen, und so haben wir jetzt halt nicht den Vizelandrat, sondern den Landrat. Ist auch in Ordnung. In den Jahren der Verantwortung, ich habe es eben schon gesagt, war es nicht immer ganz einfach für Manfred Steiner und Peter Niederstraßer mit der SPD, Fraktionsvorsitzender Jürgen Schröder, oder auch die FDP mit Allzweck Otto oder auch mit der CDU. Es waren spannende Zeiten unter den Landräten, und meine Damen und Herren, wenn es nach so einigen Gruppen im Kreistag gegangen wäre, dann wäre jetzt schon Norderney verkauft, das wollten die Grünen mal. Der Landrat hatte mit dem Otto schon ausgeklügelt, liebe Barbara Eckes, das Krankenhaus wäre auch schon längst verkauft hier in Frankenberg, aber das konnten wir verhindern. Und wer sind wir? Das sind unzählige Originale, an die sich sicherlich jeder hier im Raum, der etwas länger dabei ist, noch gerne erinnert. Das ist Bernhard Röse mit seinem berühmten blauen alten Mercedes. Da Hollischen immer vor das Kreishaus gestellt. Der stand nämlich immer da, wo eigentlich keiner stehen durfte. Der kam auch immer zu spät zur Kreisausschusssitzung. Aber er war ein Original aus
alten Heiler. Im Team mit Ingrid Ziemer aus dem Edertal waren sie unschlagbar. Natürlich mein politischer Ziehvater Otto Bodenhausen mit dabei, Wilhelm Arnold aus Diemelsee, Gerhard Germann, Waldeck, Herbert Dinger, leider schon verstorben, auf Herbert komme ich aber gleich noch besonders. Dazu gehörte auch Karl Volker Sauer, eben geehrt, Karl Volker, viele Sitzungen, Norbert Specht, unserem Lehrer aus Battenberg, der alle Zeitungsartikel aufgehoben hat, von der ganzen Zeit. Natürlich Heinrich Hoffmann aus dem Burgwald heute hier. Heinrich, schön, dass du es möglich hast machen können. Doris Meuser, an dieser Stelle gute Besserung. Und natürlich, lieber Manfred Steiner, wie haben Sie immer so schön gesagt, unsere Mechthild, die Frau Schultheiß aus Bad Wildungen, die hübscheste Frau in unserer Kreistagsfraktion, sagen manche. Ja, Hubert Thorwert, ich habe ihn eben schon erwähnt, der hat unermüdlich gekämpft. Ich kann mich noch gut an Josef Nickbutt erinnern, von Volkmarhasen, aber auch an Karl Brandt aus Birkenbringhausen, Karl Gumbel und natürlich Heinz Kunzemann und nicht zu vergessen Karl Überhorst aus Föhl. Und der Hoffmann. Der Hoffmann, Heinrich habe ich schon erwähnt, jawohl, Udo Hoffmann auch schon, sind eigentlich alle dabei. 35 Jahre darf ich jetzt schon die Freien Wähler begleiten. Damals hat mich Otto Bodenhausen mit in die Kreistagsfraktion mitgenommen und es waren viele schöne Sitzungen, es waren anstrengende Sitzungen. Es gab auch die ein oder andere Anekdote zu berichten. Dazu komme ich gleich. Nicht zu vergessen möchte ich aber die Damen, die immer die Geschäftsführung gemacht haben. Ich habe oft vor dem Schreibtisch von Manfred Steiner mit Frau Sutter-Neubert gesessen und wir haben uns unsere Aufträge geholt und dann mussten wir spuren. Das haben wir dann auch getan. Nicht zu vergessen Steffi Becker, die viele Jahre die Geschäfte geführt hat und wie gut Steffi Becker ist. Sie ist jetzt Sekretärin vom Landrat, also mehr braucht man dazu nicht sagen. Sie lässt herzlich grüßen, sie ist heute mit ihrer Tochter sportlich unterwegs und nicht zu vergessen, Conny Hoffmann, ich habe es vorhin erwähnt, das sind die Damen, die auch im Hintergrund uns die Arbeit abnehmen. Wir machen Freie Wähler Wahlkämpfe, Ingo Saal hat es schon erwähnt, ohne Parteimittel. Ohne Parteimittel, ohne Steuergelder. Wir als Mandatsträger oder auch die Vorstandsmitglieder spenden. Das ist schon immer gute Tradition gewesen. Wir sichern uns das Geld, indem wir das im Laufe von 5 Jahren aufbauen. Und da sind wir stolz drauf. Und wir haben vorhin gehört, der Ingo ist guter Dinge. Wir werden das auch im Wahlkampf 2026 so schaffen. Freie Wählerpartei, liebe Bad Wildungen, und Freie Wähler Landesvereinigung. Das hat mich gewundert bei der Recherche, den Vorstand der Freien Wähler schon 1999 das erstmals beschäftigt und wir haben immer gesagt, unsere Stärke liegt in den Bürgerlisten, die wir gerne mit unserem Hut haben und kommunal ist erste Wahl. Wir sind zwar zum Teil Parteimitglieder, aber wir verstehen uns als Wählergruppe in den einzelnen Ortschaften. Und das hat uns, ich denke, gut getan. Wir können auch gut damit leben, dass die Bad Wildunger sich für einen anderen Weg entschieden haben. Die Wildunger sind heute mit einer großen Gruppe hier. Vielen Dank dafür. Das zeigt auch, dass wir gut zusammenarbeiten. Und viele Jahre waren übrigens die Kreisvorsitzenden von Waldeck-Frankenberg auch stellvertretende Landesvorsitzende. Ob das Manfred Steiner war, ob das Peter Niederstraßer war, ob ich das war, dort gab es eine Landesvereinigung, eine Verbindung zwischen den einzelnen Kreisen. Wir haben Ideen ausgetauscht, wir konnten zentral Plakate bestellen. All das ist durch das Durcheinander mit der Partei etwas in Schieflage gekommen. Wir sind nicht mehr so aktiv bei den Versammlungen. Horst Werner Bremmer hat gesagt, das ist nicht meine Welt. Herr Schumacher wird die Welt erleben und kann dann für sich entscheiden, ob er da mitarbeitet. Wir haben uns auf unsere Örtlichkeiten beschränkt.
Jetzt komme ich zu etwas ganz Wichtigem. Das ist die Gemütlichkeit, die Geselligkeit und der Zusammenhalt der Freien Wähler. Legendäre Fahrten wurden organisiert, die meisten davon von Herbert Dinger, unserem Vergnügungsminister, der nicht nur gut singen konnte, sondern der sie alle begeistern konnte. Und wenn Herbert eine Fahrt organisiert hat, ich durfte auch zwei, drei organisieren, dann sind alle mit dabei gewesen. Ob es die Fahrt war nach Straßburg, ins Elsass, nach Berlin, nach Norderney, kurz nach dem Mauerfall nach Dresden oder ins Burgenland, den Namen darf man heute wieder sagen, oder nach Berchtesgaden. Immer waren die Partnerinnen und Partner dabei und wir haben viel Spaß gehabt und vieles ist auch nicht zu berichten, das geht außerhalb des Protokolls. Legendär auch, und da habe ich mit dem neuen Kreisvorsitzenden schon drüber gesprochen, mal gucken, ob wir es wieder ins Leben beruft. Unsere Jahresessen, lieber Heinrich Hoffmann, wir sind rundherum im Landkreis gewesen. Die Gaststätten haben sich immer auf uns gefreut, weil uns eilte schon der Ruf voraus, wir essen und trinken gut. Und da haben wir viele schöne Abende gehabt. Jahreshauptversammlungen finden bei uns nicht immer nur statt mit Regularien, sondern auch mit Vorträgen, Impulsen. Wir haben dort schon viele interessante Vorträge bekommen. Die Haushaltsberatungen der Freien Wähler waren immer sehr intensiv. Die Kreiskämmerer waren gerne bei uns und ich denke, wir haben auch den einen und anderen Impuls setzen können. Man sagt auch den Freien Wählern nach, dass bei den Fraktionssitzungen das ein oder andere Gläschen Rotwein getrunken wurde. Das waren gemütliche Fraktionssitzungen. Man blieb auch sitzen. Ich trinke Weißwein. Man blieb gemütlich sitzen und es war immer hochspannend. Sensationell die Kreisvorstandssitzung bei Manfred Steiner im Dienstzimmer. Wir mussten an seinen Tisch, sein Yachthund lag hinter ihm. Er wollte auf die Yacht, hatte eigentlich keine Zeit, aber wir mussten Kreisvorstandssitzung machen und dann zügig, damit er auf den Hochsitz konnte. Für mich war es gut, als Korbacher ins Kreishaus zu kommen, aber da denke ich gerne noch dran zurück. Sehen Sie es mir nach, dass ich eine persönliche Begebenheit berichte. Es gab eine Fraktionssitzung am 19.02.1990 in der Waage. Und dann wurde ich angerufen, ich musste nach Hause kommen, weil meine Frau war hochschwanger. Die habe ich dann ins Krankenhaus gebracht. Da hieß es, das dauert noch bis 1 Uhr nachts. Bin wieder zur Fraktionssitzung zurück, so verrückt war man ja mal. Und um 1.04 Uhr, lieber Marcel, ist der Malte geboren. Das war die Fraktionssitzung, das darf ich meiner Frau aber nicht erzählen, bloß nicht schreiben. Sie regt sich heute noch darüber auf, wie ich das machen könnte. Aber so war es. Wir sind vertreten in vielen Gremien, in der Domanialkommission, in EWF, jetzt sogar, lieber Heinrich Torsel, mit zwei Aufsichtsratsmitgliedern und das als Oppositionspartei. Das ist auch wieder taktisches Geschick von unserem Udo, dem Fuchs. Und wir sind vertreten im Verwaltungsrat Sparkasse, in der Regionalversammlung und bringen überall unseren Sachverstand ein. Glaubwürdigkeit in der Politik, kein Fraktionszwang, keine überteuerte Geschäftsstelle. Alle Ordner von 1976 an befinden sich bei mir im Keller, mehr oder weniger gut sortiert. Das Billigregal ist gerade eingefallen, aber ich habe mit dem Geschäftsführer gesprochen, mit dem Kassierer, ich kriege Neues, aber nur Billigregal, hat er gesagt. Zeigt also, dass wir sparsam sind, aber doch immer präsent und auch in den Ortsteilen und in den Ortsverbänden. Wir werden mit dieser Arbeit weitermachen, wir werden unsere Schwerpunkte setzen, wir werden uns auch zum Haushalt melden, wir werden uns einbringen, wir werden auf, wie sich das gehört, auf sparsamen Umgang mit den Steuergeldern drängen und wir machen uns auf zum Wahlkampf 2026. 13,8% sind mir viel zu wenig und unserem neuen Vorsitzenden sicherlich auch und wir hoffen, dass dann meine Nachfolgerin oder mein Nachfolger bei der 75-Jahr-Feier davon sprechen kann, naja, vielleicht haben wir dann 700.000 Stimmen.
Also, das waren 50 Jahre Freie Wähler im Schnelldurchgang. Da hinten kann man sich das gleich mal noch ganz in Ruhe angucken. Lachen Sie nicht ganz so laut, wenn Sie die ein oder andere Veränderung sehen, wie sich die Menschen so entwickelt haben. Wir sind alle nur deutlich reifer geworden. Ja, vielen Dank, dass Sie mir zugehört haben. Eine kurze Revue, 50 Jahre Freie Wähler. Ich habe bewusst nicht jede Jahreszahl und jeden Vorsitz, jeden Schriftführer etc. wie erwähnt. Das war mir einfach zu langweilig und wir wollen uns ja auch noch ein bisschen austauschen. Danke fürs Zuhören. Für die Freien Wähler, kommunal, erste Wahl. In die Vergangenheit, danke für den tollen Ausblick in die Zukunft und für das schöne Anekdötchen. Freie Wähler stehen seit 1974 im Kreis für eine solide Haushaltspolitik. Sie stehen für Erhaltung von Traditionen und Werten, bringen sie aber auch gleichzeitig in Einklang mit Entwicklung und mit Fortschritt. Unsere Politik stellt das Wohl des Menschen und die Neuorientierung des Kreises in den Vordergrund. Das wert es die nächsten 50 Jahre, und das haben wir die letzten 50 Jahre. Zur Entwicklung unserer Heimatregion gehören noch viele weitere engagierte Menschen, die Kollegen aus den einzelnen Gemeinden und Städten, nämlich Sie oder ihr. Ihr entspricht meines Denkens nach der Basis der freien Gemeinschaft. Ihr denkt und ihr lenkt die Entwicklung für unseren Kreis. Was wäre der Kreis ohne die Gemeinschaft der Gemeinden und der Kreisstädte? 50 Jahre Gebietsreform, auch der Kreis selbst hat seinen 50-jährigen Geburtstag im Rahmen eines Jubiläums gefeiert und ist als Gemeinschaft gewachsen. Beide Kreisteile bilden eine Einheit und tragen ergänzend dazu bei, die Anforderungen an einen modernen, aber auch an einen heimatlichen Standort zu erfüllen. Beide. Süd- und Nordkreis. Wir leben, arbeiten und wohnen in einem wunderschönen Landkreis, der sich durch Natur, Landschaft, Seen, aber auch als attraktiver Wirtschaftsstandort auszeichnet. Gemeinsam tragen wir für diesen Landkreis die Verantwortung. Ich denke, dieser Verantwortung werden wir uns als Freie Wähler auch weiter in der Zusammenarbeit mit anderen unabhängigen Ortsverbänden stellen. Wir werden dies weiterhin hoffentlich auch erfolgreich tun. Und wer könnte uns jetzt noch einen besseren, noch einen tieferen Einblick in die Geschicke des Kreises und damit von Ihnen in das Miteinander von Kreis, Städten und politischen Vereinigungen geben, als unser sehr geschätzter Landrat, Herr Jürgen van der Horst. Jürgen, bitte, ich wünsche mir ein wunderschönes Grußwort von Ihnen. Ja, lieber Kai, liebe Freundinnen, liebe Freunde der Freien Wähler, ich darf erstmal herzlich gratulieren zu 5 Jahrzehnten erfolgreicher Arbeit auf der Ebene des Kreisverbandes. 5 Jahrzehnte, dann verbindet sich eine umfassende politische Arbeit zur Entwicklung der Region. Damit haben Sie, damit haben der Landkreis, die Kreisverband, die vor allem über die Listen in den Ortsteilen, die das geprägt und gestaltet, was wir gemeinhin als Heimat verstehen. Das klingt erstmal sehr trivial, ist es aber eigentlich nicht. Ich möchte kurz erläutern, warum ich das so betone. Tatsächlich ist es so, dass in unserem demokratischen System natürlich Politik zu entscheiden hat, wie die Dinge sich entwickeln, wie Lebensbedingungen geprägt werden. Welche staatliche Ebene ist denn die entscheidende? Wir schauen jetzt nach Berlin, dort wird hart gerungen um neue Wege, neue Koalitionen gilt es zu finden. Wir haben auf Landesebene jetzt eine neue Regierungsverantwortung, auch dort werden wichtige Entscheidungen getroffen. Die wichtigste Ebene ist aber die kommunale Ebene. Und man sagt ja gemeinhin, dass die Kommunalpolitik so die Keimzelle der Demokratie ist. Ja, das stimmt natürlich insoweit, weil man damit natürlich sehr gute Arbeit erlernen kann und dann auch vor allem die direkte Schnittstelle zur Bevölkerung, zu den Bürgerinnen und Bürgern dann auch wieder darstellt. Aber es macht tatsächlich echt den Unterschied aus, ob es gelingt, Politik vor Ort klug zu organisieren. Die Sachpolitik
in den Vordergrund zu stellen, ja auch mal hart um die Entscheidung zu ringen, am Ende des Tages aber auch Kompromissfähigkeit zu entwickeln. Und wenn man mal links und mal rechts schaut und mal in das Land hineinblickt, dann macht es eben doch den Unterschied. Ob es gelingt, erfolgreiche Politik vor Ort zu gestalten, da können Bund und Land noch tiefgreifende Entscheidungen treffen, wenn dort Weichenstellungen erfolgen, die aber dann nicht klugerweise zur Entscheidung auf kommunaler Ebene führen, dann wird es nichts. Deshalb herzlichen Dank an dieser Stelle und vor allem aber auch Richtung der unabhängigen Listen in den Ortsteilen. Das zeigt ja in besonderer Weise die Vereinigung der Freien Wähler aus, dass man dort eben nicht in den Kategorien der klassischen Parteieninstrumente denkt, sondern unabhängig sein möchte, auf die Besonderheiten vor Ort auch Wert legt. Das ist, glaube ich, auch das Erfolgsrezept und das beschreibt auch in besonderer Weise, welches Angebot die Freien Wähler tatsächlich auch machen. Um es voranzustellen, ich bin überzeugt davon, dass wir in unserer Demokratie gut daran tun, dass wir Parteien haben, die für den politischen Bildungsprozess Verantwortung zeigen. Das ist auf Bundes- und Landesebene auch anders nicht sinnvollerweise zu denken. Die Parteien leisten dort eine erfolgreiche und wichtige Aufgabe. Aber viele Menschen glauben, dass es aber auch weitere Angebote geben muss, vor allem auf der lokalen, kommunalen Ebene, weil es eben doch schwerfällt zu entscheiden, ob der Kanadier schwarz oder rot ist, ob es nicht doch eher Sachthemen sind, die man in den Vordergrund auch stellen sollte. Und der eine oder andere sagt, dann geht es mir doch eher um diese Themen und weniger um die Rituale der klassischen Parteien, Strukturen, die wir ja so kennen. Ich glaube, beide Welten gehören zueinander. Ich glaube, wir brauchen beide Angebote. Wir brauchen auch die parteipolitische Vertretung in den Kommunalparlamenten für uns wichtige Transmissionsriemen für die nächsten staatlichen Ebenen. Wir brauchen aber auch die Möglichkeit, uns davon zu lösen und verantwortliche Sachpolitik zu entwickeln. Ich glaube, das trägt, das merkt man daran, dass tatsächlich die Gruppe der Wahlbeamten im Lande Hessen, und das nehme ich mal die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister mal als Beispiel, tatsächlich schon in der Mehrheit unabhängig sind. Das ist ja kein Zufall, dass sich genau dieses Modell auch bewährt hat und zunehmend auch die Parteikandidaten, die sich für das Bürgermeisteramt bewerben, für sich entscheiden. Ich gebe ein Angebot für alle und trete unabhängig an und begebe mich in das Abenteuer, dass ich einfach sage, man legt ein Konzept vor und bitte die Qualität des Konzeptes möge entscheiden, ob sich Mehrheiten finden oder auch nicht. Warum nicht auch so zu klugen Entscheidungen kommen? Ich glaube, es ist ein guter, gangbarer Weg, den insbesondere die Freien Wähler für sich gewissermaßen im Sternbuch ja stehen haben. Und das ist auch etwas, wie ich Politik verstehe, insbesondere auf der kommunalen Ebene. Ich darf Danke zu sagen für die wirklich gute Zusammenarbeit, die sich entwickelt hat. Wir haben, glaube ich, inzwischen einen etwas eingespielten Betrieb. Wir sind ja noch relativ frisch noch dabei, auch in diesen neuen Action-Matter jetzt Kreispolitik ein bisschen zu gestalten. Tatsächlich geht es darum, dass wir den Wettbewerb der Ideen haben wollen und weniger, wie hat die Idee geboren. Und ich glaube, inzwischen haben sich weitgehend die Fraktionen darauf eingelassen, wenn man mal so ein Stück weit die letzten Kreistagsberatungsrunden, auch wenn manchmal lebhaft diskutiert wird, sich vor Augen führt, dann stellen wir doch fest, dass bei den wichtigen Entscheidungen die Konzepte augenscheinlich so überzeugend sind, dass sie auch die hinreichenden Mehrheiten dazu erfinden. Das ist gut, dass wir das so verabreden können, weil wir brauchen tatsächlich genau das, wenn es darum geht, jetzt die wesentlichen Zukunftsthemen zu bewegen. Es ist heute schon mal ein bisschen angeklungen. Tatsächlich stehen wir vor nicht ganz einfachen Zeiten und ich werbe auch hier dafür, dass wir bitte diesen Weg gemeinsam gehen. Ich möchte das an vier Punkten festmachen, die sicherlich das Geschehen auch bestimmen werden. Da ist zum einen die Entwicklung der kommunalen Haushalte, das entwickelt sich kritisch, das ist wenig überraschend. Wir befinden uns in einer breiten Krise der Volkswirtschaft und daran angekoppelt natürlich auch die Krise der öffentlichen Haushalte. Das werden Sie vor Ort spüren, vielleicht noch nicht ganz so schnell wie der Landkreis, das jetzt zu spüren bekommt, aber ich kann Ihnen versprechen, auch die Wirkung wird vor Ort ankommen. Hier werbe ich dafür, dass wir diesen Weg jetzt
den wir jetzt gemeinsam gehen, der da lautet Haushaltskonsolidierung. Ich bin mal gefragt worden, welche Maßnahmen wählt man denn so typischerweise aus, wenn es darum geht, den Haushalt zu sanieren. Antwort lautet alle. Man darf schlicht und greifend nichts liegen lassen. Dazu gehört auch natürlich das Thema der Aufgabenkritik. Das Thema werden wir bewegen, auch wenn der Hebel auf der Landtagsebene sich nicht so groß darstellt. Trotzdem werden wir das mit in den Blick zu nehmen haben. Wir werden in der Personalbewirtschaftung auch einen Beitrag liefern, das haben wir schon diskutiert, das wird geschehen. Und ja, wir werden auch schauen müssen, wie wir mit der Gestaltung der Investitionen gut vorankommen, ob wir da nicht auch klüger, smarter steuern müssen und eben am Ende des Tages uns fragen müssen, wie wir das alles solidarisch finanziert bekommen. Das alles müssen wir in eine gute Balance bringen, das heißt, wir müssen unabhängige Entscheidungen treffen, die sind in der Vorbereitung, das müssen wir politisch mit Gremien beschlossen unterfüttern. Trotzdem muss Politik weiterhin gestalten. Wenn wir Richtung der Entwicklung der Bildungslandschaft mal schauen, dann müssen wir auch da weiter dranbleiben, vielleicht genauer hinschauen, auch die Investitionsentscheidungen ökonomisch bewerten, nicht nur inhaltlich bewerten. Wir dürfen auch mal so etwas wie eine dynamische Investitionskostenrechnung mal aufrufen, damit wir auch betriebswirtschaftlich zu guten Entscheidungen kommen. Das wird hier und da mit der Ungeduld vielleicht zusammenfallen des einen oder anderen Entscheidungsträgers. Ich hoffe aber sehr, dass wir mit unseren Argumenten überzeugen können und meine herzliche Bitte ist, diesen Kurs so mitzutragen. Ein zweites großes Thema ist hinreichend präsent und wenn Sie hinten auf die drei Wandtafeln Blick werfen, werden Sie auch Presseberichte finden, die das Thema bereits aufgegriffen haben. Die Organisation unserer Gesundheitsversorgung treibt uns in besonderer Weise um. Leider ist es wieder so weit, dass wir feststellen dürfen, dass wir in Deutschland scheinbar nur in großen Krisen zur Strukturveränderung in der Lage sind. Jetzt haben wir eine doppelte Krise in der stationären Versorgung. Einmal seit vielen Jahren defizitäres Kreiskrankenhaus in Frankenberg. Alle Krankenhäuser in Deutschland massiv unter Druck geraten. Die Strukturveränderungen verlangen jetzt auch mal Entscheidungen. Und jetzt sind auch noch die Kassen. Hurra! Trotzdem müssen wir es lösen. Wir haben eine zum Teil sehr lebhafte Debatte schon erleben dürfen. Das ist nachvollziehbar. Die Menschen sind in besonderer Weise betroffen von dieser Entscheidung. Alle haben dazu auch eine Meinung und eine Auffassung. Aber ich glaube, dass wir einen guten Plan formuliert haben, der sicherstellen soll, dass wir uns diese Strukturveränderung jetzt auch stellen, weil aussitzen geht nicht. Aussitzen bedeutet, dass wir das Niveau der Versorgung nicht werden halten können. Dann entscheiden wir nicht mehr selbst, sondern wir werden abgewickelt, das darf auf keinen Fall passieren. Trotzdem müssen wir den Mut zu Veränderungen haben. Wichtig ist die Botschaft, dass die Standorte in Frankenberg und in Korbach beide gesetzt sind und das Ziel uns eint, dass wir aus den bestehenden Möglichkeiten das Bestmögliche herausholen wollen. Das verlangt jetzt allen Beteiligten jede Menge ab. Wir brauchen Vertrauen in der Politik, dass wir uns jetzt auf diesen Kurs auch einschwören. Wir wollen das Tempo hochhalten. Wir werden im Dezember hoffentlich in beiden Parlamenten, Stadtverordnetenversammlung in Korbach und im Kreistag, jetzt ein Grundsatzvotum auch bekommen. Ich hoffe, dass angekommen ist, dass wir transparent kommunizieren. Wir haben uns wirklich einen sehr umfangreichen Prozess vorgenommen, die politischen Entscheidungsträger von Beginn an mit einzubinden und sie zu briefen. Dazu gab es jetzt große Runden auch mit Experten, die uns aber in den Kurs auch sehr deutlich auch bestärken. Auch da gilt mein Anspruch, dass man Politik erklären muss. Ich glaube, das haben wir jetzt sehr intensiv auch getan. Das müssen wir auch weiterhin gut so umsetzen. Für beide große Einrichtungen heißt es trotzdem, sich jetzt auf Veränderungen einzustellen. Das ist allen Beteiligten bewusst. Wir müssen ein kluges Transformationsmanagement etablieren, damit es wirklich gelingt, aus zwei Häusern ein Haus zu machen, aber an zwei Standorten. Das ist die Botschaft, die jetzt, glaube ich, auch angekommen ist. Und ich kann nochmal sehr deutlich auch in der Öffentlichkeit nochmal betonen, dass nie die Absicht war, zwischen einem ersten und zweiten Sieger zu unterscheiden, geschweige denn irgendeinen Standort in Frage zu stellen. Uns zeigt genau das Gegenteil um, dass wir uns jetzt auch gut mit einem guten Plan auf den Weg machen, die stationäre Versorgung im Landkreis Waldeck-Frankenberg zu organisieren. Und die Frage, gehen wir in den Weg der Privatisierung, diese Frage stellt sich nicht mehr. Insoweit waren die Freien Wähler da immer schon vorausschauend in ihrer Politik. De facto setzen wir jetzt verschiedene Aufträge um, die sich an den Stellwänden dort wiederfinden. Ich denke, das sollten wir soweit auch hinbekommen.
Zu zwei weiteren Themen möchte ich Sie werben, mich zu unterstützen und den Weg weiterzugehen, der nicht unmittelbar direkt in der Presseberichterstattung wahrgenommen wird, trotzdem wichtig ist für die Gestaltung auch der Zukunft. Zum einen ist es so, dass auch Organisationseinheiten sich weiterentwickeln müssen. Wir haben inzwischen in der Kreisverwaltung 1200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Wenn ich jetzt noch die beiden Krankenhäuser dazu nehme, denke Richtung EWF, Domanium, dann haben wir einen guten mittelständischen Konzern zu führen. Das verlangt zum einen, dass sich alle Institutionen auf den Weg machen, Zukunft zu gestalten, also Digitalisierung umzusetzen, sich zu öffnen für neue Steuerungsinstrumente. Deshalb diskutieren wir Personalkontrollen, deshalb haben wir jetzt ein neues Reporting entwickelt, damit wir mit modernen betriebswirtschaftlichen Instrumenten noch arbeiten. Wir reden über Prozesse in der Verwaltung, das hat es früher noch nie gegeben. Wir müssen es tun, weil Digitalisierung uns da auch entsprechend antreibt. Das wollen wir auch tun. Das löst wieder Veränderungen aus, das löst auch Ängste und Sorge vor Veränderungen bei den Kolleginnen und Kollegen aus. Auch das Erscheinungsbild der Verwaltung ändert sich. Wir sind in vielen Umbruchssituationen noch nicht. Überall läuft es so, wie wir uns das vorgestellt haben. Da bitte ich ein bisschen Geduld. Auch ein solcher Veränderungsprozess braucht etwas Zeit. Und den letzten Punkt will ich adressieren, weil wir hier auch sehr viele Mandatsträger haben, die auch in den Gremien ja mitzuwirken haben. Ich hoffe, es ist bereits angekommen, dass mir ein wichtiges Anliegen ist, dass wir die Möglichkeiten des Landkreises als Konzern auch klugerweise nutzen. Also ich bin in der Funktion des Bürgermeisters ja sehr oft schon in Entscheidungsprozesse eingebunden gewesen. Wir kommen aus einer Historie, dass viele Bereiche des Konzerns, des Landkreises, sei es den Energieversorger, sei es die Sparkasse, sei es das Domanium, sei es die verschiedenen anderen Tochtergesellschaften, vieles in sich selbst ruht. Damit können wir aber nicht Zukunft gestalten, sondern wir müssen alle an Bord holen, wir müssen alle Ressourcen, alle Kräfte bündeln, um zu guten Ergebnissen zu kommen. An einem Beispiel will ich jetzt festmachen, die kreisweite Wärme- und Energieplanung, die wir jetzt aufsetzen, als Grundgerüst für unsere Klimaschutzpolitik. Da haben wir alles zusammengeführt. Da nutzen wir die Potenziale unseres Energieversorgungsunternehmens. Wir haben das Domanium mit eingebunden, die Städte und Gemeinden ziehen an einem Strang. Wir haben ein Klimaschutzmanagement etabliert und am Ende des Tages ist tatsächlich jemand da, der den Schiedsrichterspiegel sagt, das muss jetzt kommen und das passiert jetzt auch. Weil die Summe aller Einzelinteressen nicht immer das Gemeinwohl liegt. Wenn man es aber klug zusammenführt, die Synergien auch nutzen, dann ist ein deutlicher Mehrwert zu erzeugen. Da haben wir jetzt deutlich Tempo aufgenommen. Auch das ist eine Lernkurve, auch ein Kulturwandel, der da hier und da vonnöten ist. Und das ist idealerweise nicht Gegenstand der öffentlichen Debatte. Wenn wir wenig in der Zeitung davon stehen sehen, haben wir gute Arbeit geleistet. Trotzdem stehen da Änderungen an und sind in Teilen auch schon spürbar. Ich bin sehr dankbar dafür, dass die bisherigen Entscheidungen dort breit mitgetragen worden sind. Meine herzliche Bitte ist, diesen Weg auch zukünftig engagiert weiterzugehen. Auch da geht es, dass wir keine Zeit verlieren. Sie sehen, ein bisschen was haben wir noch vor. Ich mit Ihnen gemeinsam, also für die nächsten 50 Jahre haben wir viel zu tun, vielleicht nicht komplett in meiner Verantwortung. Auch die hier anwesenden Bürgermeister werden sich vermutlich auch da eigene Grenzen setzen wollen. Es beschreibt aber die Notwendigkeit, tatsächlich strukturiert Politik zu denken, vielleicht auch nicht nur kurzfristig zu denken, auch den Mut zur Veränderung zu haben, die sich vielleicht erst in 2 bis 3 Jahren auswirken, man dann vielleicht auch erst den Beitrag bekommen wird. Der Weg des geringsten Widerstandes und der ganz schnellen Entscheidung mag zwar bei Wahlentscheidungen kurzfristig helfen, hilft uns aber mit der Fragestellung, wie die Region zu entwickeln, ist nicht wirklich weiter. Deshalb bitte ich auch hier um die Unterstützung, auch mal einen etwas längeren Weg zu gehen, weil wenn wir das nicht machen, haben wir deutliche Chancen liegen gelassen. Das so als kleiner Impuls von meiner Seite aus, mit der herzlichen Bitte, sich weiterhin politisch vor Ort zu engagieren. Die Ebene des Kreisverbandes ist wichtig, aber der Kreisverband ist nur so erfolgreich, wie die Ortsverbände es tatsächlich auch sind. Bleiben Sie da aktiv, sind Sie bitte Ansprechpartner für die Bürgerinnen und Bürger, den Transmissionsriemen zwischen der Politik und der Bevölkerung ist von zentraler Bedeutung, das muss ich an dieser Stelle nicht betonen, und da können Sie einen sehr wichtigen Beitrag leisten, dafür darf ich herzlich Danke sagen. Ich freue mich jetzt noch auf einen kurzweiligen Abend bei netten Gesprächen und übergebe jetzt wieder an den Vorsitzenden. Vielen Dank. Ich denke, da können wir
noch viel mitnehmen. Ja, den Abschluss in unserem Rednerreigen bereitet uns heute Abend hier und jetzt eine Bürgermeisterin, wo ich überzeugt bin, dass sie sich ebenso stark macht für ihre wunderschöne Stadt, wie wir es tun für unseren Kreis. Ich freue mich jetzt auf die Worte von Frau Bürgermeisterin Barbara Eckes. Guck mal in die Runde und frage als erstes, können Sie noch? Ja! Danke für das Feedback. Herr Schumacher, liebe freie Wählerinnen und Wähler, Herr Landrat, liebe Bürgermeisterkollegen, liebe Presse, ich bin ja so ein bisschen an der Nase herumgeführt worden, als Frau Werner Brenner mich angerufen hat und gesagt hat, na, kommen Sie zur Mitgliederversammlung und halten einen Grußwort. Und jetzt, vielen Dank dafür, das Beste kommt zum Schluss, ich darf Sie sozusagen fast verabschieden. Schön, wenn Sie lachen, das freut mich. Aber es ist mir wirklich eine besondere Freude, heute zu Ihrem goldenen Jubiläum, immer wenn was 50 wird, vergoldet das Jahr, ne? Die goldene Hochzeit, goldene Jubiläum, ein halbes Jahrhundert zu gratulieren. Ja, und ein halbes Jahrhundert steht natürlich für Beständigkeit, Erfolg und unermüdlichen Einsatz für Ihre Bürgerinnen und Bürger, sowohl in den Ortsteilen, in den Stadtteilen, wie wir gerade gehört haben, aber eben auch auf Kreisebene. Das ist eine tolle Leistung. Und wenn mich ein bisschen besser kennt, weiß eben, Demokratie ist mir sehr wichtig. Politische Willensbildung ist mir sehr wichtig. Und deswegen bin ich dieser Einladung heute auch sehr gerne gefolgt, um mit Ihnen jetzt zum Schluss gar nicht so politisch zu werden, sondern vor allen Dingen Ihnen zu gratulieren zu diesem halben Jahrhundert und mit Ihnen diesen Geburtstag, nenne ich das mal, zu feiern. Dass Sie sich dafür das schöne Philipp-Soldern-Forum in Frankenberg ausgesucht haben, freut mich natürlich besonders. Ich hoffe, Sie haben sich bisher hier wohlgefühlt und kommen bald wieder zu weiteren Feiern. Und ich habe dann mal ein bisschen geguckt und gesagt, okay, die Gründung der Freien Wähler im Jahr 74 fiel natürlich in eine bewegte Zeit. Warum ist mir das eingefallen? Weil wir eben auch vor ein paar Wochen hier das Jubiläum des Landkreises gefeiert haben, 50 Jahre Landkreis. Und Ihre Gründung fiel sozusagen auch in eine bewegte Zeit, in diesen Ausgleich zu schaffen zwischen Altkreis und Nordkreis, Waldeck. Zeigen Sie mir, wenn ich nicht die richtigen Worte dazu finde, ich bin Zugezogene und weder in dem einen noch in dem anderen Landkreis groß geworden. Ich glaube, das hat aber manchmal Vorteile. Damals standen Sie vor der Herausforderung, für Gleichberechtigung und den Ausgleich zwischen diesen Altkreisen Waldeck-Frankenberg einzutreten. Und Sie haben gezeigt, dass es möglich ist, sachorientiert überparteilich zu arbeiten. Eine Haltung, die bis heute nichts von Ihrer Aktualität eingebüßt hat. Ihr Engagement hat dazu beigetragen, dass wichtige Themen wie solide Finanzen, haben wir heute schon öfters gehört, Bildung, Infrastruktur, Umweltschutz in den Fokus gerückt wurden. Nicht nur als Schlagworte, sondern als konkrete Projekte, die den Landkreis vorangebracht haben. Ich hoffe, da steht was drin, denn das habe ich Ihrer Homepage. Ich bin mir nicht sicher, was Ihr Erfolgsrezept ist, um seit 50 Jahren hier im Landkreis vertreten zu sein und zu wachsen. Aber ich vermute, es hat etwas damit zu tun, dass Sie Ihre Wurzeln nicht aus den Augen verlieren. Heute sind Sie nicht nur hier, um dieses großartige Jubiläum zu feiern, sondern auch, wir haben einen Vorstand gewählt. Ich muss ein bisschen gucken, weil ich habe ja gedacht, ich spreche zuerst. Und das haben Sie großartig hinbekommen. Ich habe sehr viel Respekt vor dieser Leistung, vor dieser Einigkeit und ich glaube, Sie haben auch eine gute Wahl getroffen. Ich bin mir sicher, dass die Personen, die hier heute gewählt wurden, mit ebenso viel Engagement und Tatkraft arbeiten werden wie ihre Vorgänger. Also zum Teil sind es ja auch die, die bisher schon gearbeitet haben. Und wenn wir die Zahlen gehört haben, sowohl die Finanzen als auch die Mitglieder, sind sie da auf einem guten Weg. 50 Jahre Freie Wähler bedeuten eben aber auch 50 Jahre Einsatz für Demokratie, Zusammenhalt und Gemeinwohl. Dafür möchte ich Ihnen im Namen vieler Bürgerinnen und Bürger meinen aufrichtigen Dank aussprechen. Ich wünsche Ihnen für die kommenden Jahre weiterhin viel Erfolg, Tatkraft und einen klaren Kompass, um die Herausforderungen der Zukunft zu meistern.
immer im Sinne ihrer Grundwerte, sachorientiert, unabhängig und bürgernah. Herzlichen Glückwunsch für eine erfolgreiche Wahl und alles Gute für die nächsten 50 Jahre. Mal schauen, wann wir das nächste Mal zusammen feiern. Da ich aber sowieso dachte, zu einem Geburtstag gehst du nicht mit leeren Händen. Und ich jetzt inzwischen gehört habe, dass Sie gerne essen und trinken. Herr Schumacher, darf ich Ihnen was überreichen? Der Landwirt wird sich freuen. Ich habe das über Verständnis nicht extra angeschafft. Wir sparen schon. Und bevor ich es schließe, der Carsten Schäfer und auch der Klaus Gehr haben mich gerade angesprochen und haben gesagt, hey, ein Bürgermeister reicht. Ne? Die schließen sich diesen Gratulationen und den Glückwünschen von ganzem Herzen an. Und ich wünsche uns jetzt noch allen einen schönen Abend. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Frau Eckes, vielen, vielen Dank für die tollen Worte. Vielen, vielen Dank für Ihren Zuspruch. Das ist immer sehr, sehr lieb, wenn man sowas hört. Ja, bevor ich jetzt zum Schluss komme, wir kommen jetzt wirklich dem Ende nahe, möchte ich mich aber auch nochmal persönlich bei all denen bedanken, die das heutige Ereignis oder die sich für das heutige Ereignis ins Zeug gelegt haben. In erster Linie gilt mein Dank nochmal dem Horst Werner Bremmer, der sich hier mit dem Manfred Hacker von dem Verband Ostfrankenberg selbst Zeug gelegt hat, um hier diese wunderschöne Halle zu bekommen und auch zu organisieren, dass wir uns hier wohlfühlen können. Sie kümmern sich um die Getränke, sie haben sich um die Speisen gekümmert. Weiter danke ich aber auch all den fleißigen Helfern der Freien Wähler, die hier dekoriert haben, die aufgebaut haben, die organisiert haben, die zum Teil Presseartikel geschrieben haben. Natürlich danke ich auch der Presse, der heimischen Presse, dass sie hier ist, auch dem Olaf Dudek, dass sie hier sind. Und ich danke auch denen, die nachher noch abbauen wollen und müssen. Und ich werde auch helfen. Ja. Meine Damen und Herren, wir bewegen weiter. Wir werden Chancen sehen und wir werden die entsprechenden Wege gehen. Wir freuen uns auf die Zukunft, wir freuen uns auf 50 Jahre weiter mit Leidenschaft, mit Herz für ein Lebens- und Liebeswerten Kreis Waldeck-Frankenberg. Wir freuen uns darauf, auch noch eine, zwei, einige Stunden mit euch gemeinsam zu verbringen, noch ein Bierchen zu trinken und wir freuen uns darauf, mit Ihnen und bei Ihnen feiern zu dürfen. Ja, herzlichen Dank an Sie alle. Damit schließe ich den Tagesordnungspunkt Jubiläum.